Sektion Radioverbot vom 20. Mai 2021 aufgenommen am 18. bedeutet vor der Kadernominierung der deutschen Nationalmannschaft. Neben mir sitzt der Mann, der behauptet, Mahagoni wäre eine Nudelsorte. Niklas, erzähl mir doch mal ganz kurz, haben sich Dortmund-Spieler rasiert in den letzten Tagen? Ja, am Hinterteil. Oh, warum das denn? Ja, weil sie ja Pokalsieger sind. Und das war's für heute! Bitte. Wie viele Likes gibt's sowas auf Twitter, wenn man einen großen Account hätte jetzt? Mal angenommen. So ein paar hundert springen da schon raus, glaube ich. Ja. Also so Compliance-Likes nennt man das, glaube ich. Ja. So Stockholm-Syndrom-Likes. Ja, so klassische Stockholm-Syndrom-Likes auf jeden Fall. Also die machst du eigentlich nur mit vorgehaltener Waffe am Kopf. Also, glaube ich auch. Wir werden heute über den Abstiegskampf reden. Ja. Über Transfers. Ja. Und dann wollen wir mal gucken, ob wir nicht noch irgendwie in Spanien landen am Ende. Das gucken wir dann. Wir wollen eigentlich noch so machen in Richtung Luis Suarez. So ist es, so ist es. Aber zuallererst mal reden wir über andere Dinge des Lebens. Worüber möchtest du reden? Worüber möchte ich reden? Ist immer gut, ne? Immer, wenn ich sage. Ey, unsere Eisdiskussion, da gab es Feedback. Die hat Menschen bewegt auf jeden Fall. Das ist jetzt das Land bewegt, muss man sagen. Ich habe zu dir gestern gesagt, ich habe dir danach geschrieben, ganz Deutschland hasst After Eight, aber du hast es korrigiert, festgestellt. After Eight spaltet Deutschland. Spaltet die Nation. Ja, das ist so. Also. Und was passiert? Wir sitzen hier, ne? Full Disclosure. Hier sind gerade vier Leute im Raum. Einer beschäftigt mit den Kameras, einer mit dem Sound. Und guess what? 50% in diesem Raum mögen After Eight Eyes und 50% mögen es nicht. Mein Lieblingskommentar war der Mann, der über dich gesagt hat, Niklas ist ein typischer Veganer, der isst auch Mango-Eis oder so. Ja, doch, natürlich. Als ob Mango-Eis so die spezifische vegane Eissorte wäre und alle anderen essen Fleischwurst-Eis. Also Leberwurst, das ist wirklich Leberwurst. Also meins ist Leberwurst. Ja. Gibt es irgendwas Salziges, was du als so irgendwas Herzhaftes, was du als Eis essen würdest? Ja, also ich finde, so Karamell hat ja oft so eine etwas salzige Komponente. Wenn man es salzt, weil eigentlich ist Karamell einfach nur Zucker und Butter. Ja. Ja, aber dann geht's, ne? Wenn da so Karamell Crunch so ein bisschen, wo so eine Salzkomponente drin ist, könnte ich mir vorstellen. Damit könnte ich arbeiten. Ansonsten finde ich schwierig auf jeden Fall. Ja, ich kann mir da auch nichts vorstellen. Sicherlich gibt's irgendeinen YouTube-Account, der genau sowas macht. Das erste Cheeseburger-Eis der Welt. Solche Sachen. Nee, klingt ein bisschen eklig. Es hat bei mir, diese Eisdiskussion hat wirklich bis in den privatesten Raum Wellen geschlagen. Ich wurde in der WhatsApp-Gruppe wurde ich mehr oder weniger wirklich unter vorgehaltener Schusswaffe genötigt, jetzt zu sagen, welche drei Eiskugeln ich nehmen würde. Du hast es ja quasi auch als einfach nur als reiner Hater entlarvt, der überhaupt keine klare eigene Präferenz hat, sondern nur benennen kann, was er nicht mag. Das Schlimme ist, dass es tatsächlich, ich musste darüber gestern noch viel nachdenken. Und es ist nicht ganz unrichtig, wobei ich das nicht als Hater abtun würde, weil mein Problem ist mit Eis einfach nur, ich hole mir kein Kugel-Eis. Und ich mag die meisten Sachen davon einfach nicht. Deswegen muss ich nochmal, um hier ein paar Sachen klarzustellen, ihr dürft alle natürlich Mango-Eis essen, ihr dürft jedes Eis essen außer After Eight, ist mir vollkommen egal. Wenn ich jetzt mich festlegen müsste, Joghurt, irgendwas Nussiges. Ja. So, da gehe ich hin. Wir können doch die Eisdebatte noch erweitern um Eis, was man sich in der Kindheit im Freibad gekauft hat. Bum. Das ist der Moment, in dem wir uns die Hand reichen. Ja, nur nicht während Corona. Ja, aber Bum Bum. Na klar. Bum Bum ist das Eis to go gewesen. Es gibt Bum Bum Konfekt, habe ich letztens gelesen. Ach was. Ja, das kannst du zum Teilen quasi. Diese rote Chemieschicht um dieses Eis gezogen. Und dieser Kaugummi, der steinhart ist und nach 15 Sekunden nach nichts mehr schmeckt, wenn du dir kein Zahn ausgebissen hast. Aber es war mein Go-To-Eis. Also Bum Bum habe ich geliebt. Bist du rausgewachsen irgendwann? Also ich habe jetzt bestimmt seit 10 Jahren keinen Bum Bum mehr gesehen oder gegessen. Die sind ja so ein bisschen untergetaucht. Ich habe dann irgendwann angefangen, Magnum zu nehmen, weil ich dachte, gut, das kostet am meisten, muss am besten sein. Ja. Under the Radar, einer der besten Eissorten, die es aber gibt, ist einfach ein klassisches Calippo. Ist okay, ja. Orange aber nur, nicht Cola. Ed von Schleck. Sehr gut. Kaktus. Ja, Flutschfinger. Der Prickelfinger oben dran. Ja, genau. Das ist da gibt's auch das selbe Prinzip. Da gibt es auch die Spitzen zu kaufen. Also. Ja. Gibt's richtige Flutschfinger-Ultras hinter der Kamera. Okay, wir wollen aber erstmal mit Abschiedskampf reden. Und wir haben uns überlegt, wir gucken auf die Ausgangssituation, dann gucken wir auf die verbleibenden Spiele für die Mannschaften, die noch im Rennen sind, im Abstieg. Und dann machen wir einfach eine Prediction und gucken, wo wir am Ende rauskommen. Wir haben ein Bauchgefühl, aber jetzt wollen wir davon nicht beeinflussen lassen. Ja. Und das bedeutet, wir fangen an mit der Mannschaft, die in der Tabelle am weitesten oben steht, die noch absteigen kann. Und das ist DSC Arminia Bielefeld. Wofür steht das DSC? Deutscher Sportclub? Die sind cool, Arminia Bielefeld. Da hast du wohl recht, das wird's wohl sein. Die sind cool, Arminia Bielefeld.
die diesen coolen spielen auswärts beim VfB Stuttgart. Ja. Das hat dir sehr, selber sehr, sehr gut gefallen. Ja. Der ich zehre, da werde ich noch lange von zehren. Da werde ich noch lange von zehren von der Nummer. Da werden, die Bielefeld-Fans werden dich auch sehr appreciaten dafür. Das die sind auch cool. Ja. Die sind cool. Arminia Bielefeld. Keine Probleme mit Arminia Bielefeld, wirklich nicht. Und wir haben die ganze Saison nicht einmal den Gag gemacht, dass die Stadt nicht gibt. Und das zählt auch nicht, weil den Gag habe ich immer nicht gemacht. Nee. Ja? Also wir haben den macht man auch nicht. Wirklich nicht mehr, ne? Er ist vorbei. Ich glaube, dass da echte Bielefelder haben da wahrscheinlich ein Messer dabei und scheuen sich nicht, es zu benutzen, wenn man das macht. Ich, I prefer not to speak, aber Zustimmung im Geiste. Ja, okay, das ist ja auch in Ordnung. Arminia Bielefeld, die Situation ist relativ klar. Es geht gegen den VfB Stuttgart, für die es um nichts mehr geht. Die kadermäßig weiterhin komplett auf dem Zahnfleisch gehen. Es könnte sein, dass Klimowitz ein Comeback gibt. Auf der anderen Seite wüsste ich nicht, warum Stuttgart den jetzt nochmal reinschmeißen würde, wenn er noch nicht ganz fit ist. Und für Bielefeld, mit einem eigenen Sieg, ist die Arminia gerettet. Das ist eigentlich das, also die schönste Ausgangslage von allen, natürlich, weil es in der Tabelle am weitesten oben stehen ist. Du weißt genau, was deine Aufgabe ist. Und wenn du diese Aufgabe erfüllst, musst du an nichts anderes denken, weil dann bist du einfach durch. Und so das ist es. Ein Unentschieden wird aber nicht reichen. Also kann reichen natürlich. Könnte aber auch zum absoluten Katastrophenfall führen. Das ist so bitter. Du könntest quasi jetzt, du bist quasi 15. am vorletzten Spieltag. Mhm. Verlierst das letzte Spiel nicht und kannst trotzdem direkt absteigen noch. Denn wenn beide anderen Mannschaften, Köln und Bremen, gewinnen würden und Bielefeld eben unentschieden spielt, dann würden sie überflügelt. Ja, das ist schon bitter. Arminia hat auch mit dem Torverhältnis ein Problem, weil mit einem Unentschieden, und sagen wir auch Werder spielt unentschieden, dann ist das Torverhältnis von Werder Bremen besser. Jetzt geht es gegen den VfB Stuttgart und die Arminia hat inzwischen nicht mehr verloren seit dem 0:5 gegen Gladbach am 31. Spieltag. Gar nicht mehr verloren? Ja, ja, eigentlich. Also nur noch ein Freundschaftsspiel, danach ein 0-0 gegen die Hertha, ein 1-1 gegen die TSG. War auch nur zwei Bundesligaspiele. So viel war es dann auch nicht mehr, glaube ich. Aber nicht mehr verloren. Nicht mehr, der Satz bleibt bestehen in seinem Wahrheitsgehalt auf jeden Fall. Ich bin gespannt auf das Spiel, weil das Hinspiel hat Bielefeld 3-0 gewonnen. Gegen das Stuttgart. Hast du mir vorhin vorgelesen. Ich habe gesagt, hä? Ja. Und ich würde darauf schwören, dass das Spiel nie stattgefunden hat. Ich kann mich an nichts erinnern. Also es war damals auch eine Ortega Masterclass. Die könnte ich mir vorstellen, dass die auch nochmal gebraucht wird jetzt im letzten Spiel. Was ich jetzt spannend finde oder auch schwierig im Blick auf Bielefeld ist, damals hat Bielefeld das Spiel gewonnen mit 34% Ballbesitz und haben dem VfB ein Spiel zugemutet, was Stuttgart bekanntermaßen nicht so gut liegt, wenn man das selber so... Und das muss ja ganz klar auch wieder die Idee sein, oder? Eigentlich ja. Das Problem ist aber, wenn du die Mannschaft, die einzige Mannschaft bist von zwei, die wirklich muss, kannst du dir das erlauben. Tut dir Stuttgart den Gefallen, nochmal so eine Spieldynamik zuzulassen? Oder sagen die, hör mal Bielefeld, also wir sind gerettet. Ihr müsst, also das ist halt die Frage, wie geht Stuttgart das Spiel an? Und ich kann mir vorstellen, dass das von der Spielanlage her schwierig für Bielefeld werden könnte, wenn der VfB sich dazu entscheidet zu sagen, bitteschön, macht mal. Es ist halt so eine Situation, wenn da jetzt Fans im Stadion wären und der VfB hat eine tolle Saison gespielt mit einem jungen Kader, dann wäre das wahrscheinlich eine andere Ausgangssituation. Weil ich könnte mir vorstellen, dass sie dann sagen, weißt du was, scheiß drauf. Wir versuchen jetzt nochmal hier, letztes Heimspiel, knallen nochmal raus. Keine Fans und wie gesagt, mit einem Kader, der wirklich, also der, ich weiß nicht, ob irgendein Kader mehr zerpflückt ist als der VfB-Kader derzeit. Wenn du da jetzt gerade drauf schaust auf die potenzielle Aufstellung fürs Wochenende, dann denkst du jetzt nicht, oh, das ist natürlich ein überdurchschnittlicher Bundesliga-Kader. Ja. Ganz im Gegenteil. Deshalb hast du schon nicht Unrecht, kann es absolut sein, dass die halt sagen, ey, wir müssen überhaupt gar nichts machen. Wir müssen nur auflaufen. Das ist alles, was wir müssen. Wenn Bielefeld sich in der Situation wiederfindet, dass sie das Spiel machen müssen, dann könnte es schwierig werden. Tough Job, weil das ist nachweislich nicht das gewesen, was sie besonders gut konnten. Haben sie das einmal gemacht, die Saison irgendwo? Irgendwo mal bestimmt. Also es fällt mir jetzt gerade nicht ein, aber jetzt kategorisch das auszuschließen, so weit würde ich nicht gehen. Vor allem, weil sie unter Neuhaus, glaube ich, anfangs ganz gut gespielt haben. Wir haben, glaube ich, auch das Hinspiel gegen Bremen, vielleicht sogar in Bremen gewonnen. Oh, sie haben am 27. Spieltag gegen Mainz unentschieden gespielt. Ja. Da würde ich mal vermuten, dass das Bielefeld mehr Ballbesitz hatte. So wie man Mainz kennt, auf jeden Fall schon. Also es ist nicht ganz ausgeschlossen, aber es ist natürlich schwierig. Meine Überlegung war, was sagst du dazu, dass Bielefeld von den drei Mannschaften, die unten drin ist, mental am besten dafür equipped ist, dem Druck am letzten Spieltag standzuhalten? Also, ja. Ja. Ich finde, wenn du mir das jetzt so sagst und von mir erwartest, dass ich dagegen argumentiere, kann ich für sowohl Werder Bremen als auch für Köln einen Case machen, warum es vielleicht bei denen besser wäre. Wenn du mich fragst, was ich wirklich glaube, dann glaube ich, hat Bielefeld tatsächlich die beste Situation. Was wären deine Argumente dagegen? Also, es waren ja keine Argumente gegen Bielefeld explizit, sondern für Bremen anderen, und für Köln. Oder für die anderen, ja.
Gut, bei Bremen wäre es relativ klar. Ich glaube, die Situation in Bremen ist so aussichtslos und so dunkel und mit dem Trainerwechsel, da ist ja die Richtung, in die du da gehen musst, ist ja vollkommen klar. Du zündest die Jungs komplett an. Ja. Hierum geht's, Werder-Wappen auf der Brust, Thomas Schaaf hat es wahrscheinlich tätowiert irgendwo. Und einfach nur sagen, Leute, es geht um diesen Verein und ihr könnt hier, wenn ihr absteigt, ist es eine der größten sportlichen Schanden, die dieser Verein jemals erleiden musste. So, wenn du dir das Werder-Logo irgendwo hin tätowieren müsstest, was wäre dein Spot to go an deinem Körper? Ah, ich wollte jetzt sagen, irgendwas, was wirklich durchgehend bedeckt ist. Lendenschurzbereich. Mhm. Auf der anderen Seite würden das dann Leute sehen müssen, das ist dann auch nicht die richtige Situation vielleicht. Fußsohle? Tut aber sau weh, glaube ich. Übertrieben. Ist, glaube ich, mit das Schmerzhafteste, was man machen kann. Gehe ich ganz stark von aus. Ja. Ich habe mal gesehen, dass man sich unter den Nagel tätowieren lassen kann. Okay. Dafür muss der Nagel erst gezogen werden. Das ist eine Möglichkeit. Was ist mit Augenlid oder sowas? Hier rein. Ja, hier rein. Weiter Logo. Hier rein. Das machen Rockerclubs, glaube ich, ne? Die haben hier drin. Das kann gut möglich sein. Häufig Tätowierungen. Ich glaube, ich werde es mir einfach ganz easy auf den Oberschenkel parken lassen oder so. Hier, sowas. Ne? So, weil das ist schon eine der besten. Oder hier. Ja, also. Aber ich habe, weißt du, worauf ich gar keinen Bock habe, was ich wirklich in meinem Leben null brauche? Ist irgendwo im Urlaub sein und dann schreit jemand, Werder! Das ist dann, das ist schwierig für mich, glaube ich. Hat schon jemand irgendwas geschrien, weil er dich gesehen hat und ein Tattoo von dir irgendwie? Wegen Tattoo? Naja gut, ich habe mir ein Eintracht-Tattoo. Ja. Das wurde schon recognized am Strand auf jeden Fall. Aber ansonsten werde ich eher angeschrien mit, du bist doch der! Dann nicht so genau wissen, wer der ist. Aber ja, das passiert schon auch. Und da ist auch Urlaub immer prädestiniert für tatsächlich, ne? Ja. Weil im Urlaub haben da... Die Leute sind enthemmt. Und es sind Deutsche auf Mallorca, haben einfach Bock. Die haben einfach Bock, Leute anzuschreien in irgendeiner Form. Und dann werde ich da auch angeschrien. Es ist ja gar nicht passiert, denn wir waren ja nicht im Urlaub. Aber du hast ja keine Tattoos, deswegen. Aber du wurdest auf der Straße, wurdest auch schon erkannt? Noch nicht so häufig, weil es ist ja nichts los heutzutage. Weil, seit wann bist du im Videoteam mit dabei? Seit der Anfang, Mitte der Saison? Also so fest, anderthalb, keine Ahnung. Und seitdem gab es keine großen Events mehr, wo du hättest hingehen können, wo man dich hätte erkennen können, ne? Nee. Das ist natürlich dramatisch. Ja, dramatisch ist das, ja. Also, wenn ihr Niklas seht, sofort ansprechen, jeder, immer. Ja. Ah, das haben wir jetzt auch geklärt. So, zurück zu Bielefeld und zu Werder Bremen-Tattoos. Also, ich mache kein Werder-Tattoo, habe ich keinen Bock drauf. Auch kein Bielefeld-Tattoo, auch kein Köln-Tattoo. Mache ich alle drei nicht, kann ich kategorisch ausschließen. Bielefeld ist ja eigentlich in der Situation, 15. Platz vor dem vorletzten Spieltag. Wir haben alle Bielefeld, ich habe uns die Prognose angeschaut, die Bielefeld war bei jedem Einzelnen irgendwo mit dabei, bei den Absteigern. Ne? Und das ist ja auch eine absolut berechtigte Einschätzung gewesen. Und sie sind ja auch mittendrin im Abstiegskampf. Bielefeld hat von den drei Mannschaften den, würde ich sagen, besten Lauf zurzeit. Köln hat natürlich hier ein, zwei Siege geholt nochmal. Mit RB auch was Wichtiges und mit BVB auch, ne? Ja. Oder unentschieden? Unentschieden. Aber prinzipiell würde ich sagen, dass Bielefeld am besten in Form gerade ist und wie du sagst, am besten equipped ist. Jetzt ist aber die Frage, der VfB Stuttgart, was erwartest du vom VfB? Jetzt mal ernsthaft. Glaubst du, dass die genau das machen werden, sich hinten reinstellen und sagen, Also ich glaube, genau das, was Matarazzo sagt, wer auch immer das spielt, geht's raus und spielt Fußball. So nach dem Motto. Ja. Und dann gucken wir mal, was bei abfällt. Und das kann gut für Bielefeld sein, es kann aber auch nicht gut sein, weil das ist generell die große Variable an diesem Spieltag bei den Gegnern der Mannschaften. Ja. Dass die Frage ist, was bedeutet befreit aufspielen? Bedeutet, dass wir nehmen einen Gang runter und sind vielleicht den einen Tick zu spät? Oder wir haben einfach Bock auf Kicken und es entsteht ein Lauf für uns, weil Stuttgart hat natürlich trotz dieser zerpflückten Situation immer noch den besseren Kader, die besseren Spieler in der Mannschaft. Ja. Und wenn die ihren Groove finden, dann wird das schon enorm schwierig. Ich tue mich wirklich, wirklich schwer damit, da jetzt eine Einschätzung zu finden, weil ich glaube, ich kann mir einfach ein Unentschieden komplett vorstellen. Ich kann mir nämlich wirklich vorstellen, dass... Ist das dein Tipp? Ich meine, wir müssen uns jetzt langsam auf den Tipp einigen. Ja. Einigen müssen wir uns nicht. Nee, nicht einigen, auf gar keinen Fall. Das würde ja sogar, wäre ja sogar Blödsinn. Aber ja, ich glaube, ich sage, Bielefeld-Stuttgart geht unentschieden aus, und zwar aus den Gründen, die du angeführt hast. Ich glaube, dass Stuttgart wird kein unnötiges Risiko geben. Und Bielefeld hat nun, ich meine, sie müssen eigentlich gewinnen, aber wenn die vielleicht das Unentschieden auf dem Teller sehen und vielleicht hört man ja aus einem anderen Stadion einen Zwischenstand und sowas, ich gehe wirklich mit einem 0-0. 0-0, VfB gegen DSC. 2-1 Stuttgart. 2-1 Stuttgart. Ja. Das bedeutet, ich weiß, was ich mache noch nebenher, das hatte ich eigentlich eh, Endprogrammrechner oder Tabellenrechner. Oh, ne? Ja, klar. Sonst können wir auch einen Kopf machen, aber
Was soll's? Wir gehen dafür zu den Kollegen vom Kicker. Ja, das sagen wir ganz offen. Moment, wir gehen zum letzten Spieltag und tragen ein bei Stuttgart-Bielefeld für dich ein. Hm? Ich habe jetzt so einen Moment gerade, in dem du feststellst, dass du dich übernommen hast. Ja, ich habe was gegoogelt und habe es nicht hinbekommen. Ist okay. Ah, das ist nicht okay. Was ist daran okay? Nur wer hochfliegt, kann auch fallen. Nur wer hochgoogelt, kann auch. Ja. Ja, hast natürlich recht. Wie gut als Icarus. So, aber jetzt, dieses Mal, jetzt mache ich keine Kompromisse mehr. Du behauptest, frecherweise, ein 2-1, ne? Ganz genau, ja. Und ich behaupte, ein ganz langweiliges 0-0. Es ist eingetragen und wir rechnen erst aus, wenn wir den letzten Spieltag fertig haben. Weiter geht's. Das zweite Spiel des Abends ist Werder Bremen gegen Borussia Mönchengladbach. Oh ja. Puh. Das wichtigste Spiel von allen. Werder Bremen, Situation ist folgende. Eigener Sieg würde reichen, um natürlich die Relegation festzumachen. Und würde reichen bei einem Unentschieden von Arminia, um sich direkt zu retten. Genau. Oder auch bei einer Niederlage. Ey, überraschend. Das große Problem hier ist, für Borussia Mönchengladbach geht es um die Conference League. Die letzte Chance, irgendwie nach Europa zu kommen. Ja. Und das ist natürlich eine Ausgangssituation, wo man einfach sagen muss, da ist es natürlich leichter, gegen Stuttgart zu spielen, als gegen Borussia Mönchengladbach, die eben die Unioner noch überholen wollen. Erstens das. Ich glaube, es geht nicht nur um die Conference League, sondern ich glaube auch, dass es dann doch sehr stark im Interesse von Marco Rose ist, mit einem Spiel zu gehen, das sich einigermaßen versöhnlich anfühlen kann als Abschluss. Kann man wohl denken. Also, und ich glaube auch, dass er entsprechend das bei der Mannschaft auch so hinterlegen wird, dass das wichtig ist, sowohl aus sportlicher Sicht, aber als auch so für den Abschluss, für das finale Gefühl, mit dem man auch auseinandergeht, das zu machen. Und gleichzeitig sehe ich ganz ehrlich bei Werder Bremen nicht die Voraussetzungen, um Borussia Mönchengladbach tatsächlich auch zu schlagen. Das ist ja das Thema. Ich meine, jetzt gibt es einen Trainerwechsel. Und der aber, das haben wir auch schon am Montag thematisiert, da geht es kein bisschen mehr darum, die Spielidee von Werder Bremen zu verändern. Ja. Das kriegst du ja nicht hin. Du kannst jetzt einfach nur versuchen, dieser Mannschaft Mut zu machen und die heiß zu machen, das letzte Spiel. Glaubst du, Schaf macht Rause? Holt die Raute wieder raus? Oh, also eigentlich ja. Ich glaube nicht, dass er jemals was anderes gespielt hat. Tim Borowski wird zurückgeholt, Frank Baumann ist ja eh noch da. Warum denn nicht? Ich glaube wirklich, dass er Raute spielt, ernsthaft. Ich meine, es ist ja auch ein System, was von der Struktur nicht allzu kompliziert ist. Werder Bremen hat zwei Stürmer, mit denen man das spielen kann. Wahrscheinlich wird es auf Sargent und Selke tatsächlich hinauslaufen. Und ich kann es mir vorstellen. Rashica, wo geht der denn hin? Lieber Selke als Füllkrug? Nein, ich würde Füllkrug aufstellen. Aber ich glaube, dass es auf Selke geht. Die ganze Zeit wird Selke aufgestellt, alle sagen, ja, der ist so körperlich. Ja, okay. Also wenn wir über die Raute reden würden, ja, hätte ich, glaube ich, gesagt, du stellst Eggestein hinten. Hinten? Ja. Okay, dann rechts. Rashica. Okay. Links. Wen haben die noch als Flügelmensch? Eine Zeit lang hat er im Boom gespielt. Aber, also. Also, ich hätte gesagt. Ich bin mir schon nicht sicher mit Eggestein. Ich würde da tatsächlich auf der 6 würde ich. Eher mehr destruktiv? Möwald würde ich da spielen lassen. King Möwald? King Möwald! Ey! Auf jeden Fall. Wir öffnen natürlich live währenddessen den Kader. Ja. Ja, also Möwald, Eggestein, Bargfrede sind Kandidaten. Eher Grujew. Kann ein Egge auch auf eine Seite ausweichen? Er muss ja auch nicht außen kleben, kann auch ein bisschen. Er ist halt langsam, ne? Ja. Also ich würde ihn tatsächlich dann sogar eher auf die Zehen setzen. Das aber hat er auch früher gespielt. Da sehe ich halt Bittencourt. Ja, da hätte ich. Das ist jetzt die Frage. Also Bittencourt, Sargent, Füllkrug wäre mein Dreieck. Dann über eine von den Außenseiten Rashica. Mhm. Und dann brauchst du halt noch irgendjemand anderes, der über die andere Seite Dampf macht. Osako? Also meine Meinung über Osako ist leider in Stein gemeißelt. Es ist ja nicht so, dass der Kader jetzt plötzlich, dass wir reingucken bei Transfermarkt und dann steht da plötzlich Gareth Bale in der Mannschaft. Also, ich sag dir, wie meine Raute aussehen würde. Möwald auf der 6. Ja. Rashica rechts, Bittencourt links. Und auf der 10 Maxi Eggestein. Könnte man auch machen. Ist vielleicht sogar die beste Lösung. In Anbetracht des Kaders. Aber wenn du dir überlegst, wer früher bei Bremen auf diesen Positionen unter Thomas Schaaf gespielt hat, das waren immer Jungs, die auch mal einen Zweikampf nehmen konnten. Ja. Und da hast du jetzt mit Bittencourt und Rashica, das hat einfach. Aber man braucht beide auf dem Feld, da sind wir uns, glaube ich, einig, weil das sind die einzigen Spieler, die mal aus dem Nichts Gefahr kreieren können. Ja, haben wir auch gesehen, also Bittencourts Pfostenschuss jetzt am Wochenende war ja auch sehr unglücklich, dass er nicht reingeht. Und das macht er jedes zweite Spiel, dass er so ein Ding rauszaubert einfach. Ja. Und du denkst, whipsala. Ja.
Schwierig. Wäre schon, wär schon charmant, wenn die es mit der Raute versuchen würden, dann würde ich, werde auch die Daumen drücken. Also bei einer Raute stehe ich dahinter. Romano Schmied eigentlich, ne? Ist guter noch, Schaut, Mann. Der ist wahrscheinlich auf der 10 am besten guter aufgehoben. Schaut, also, weil vor allem einer der wenigen Spieler, wo ich sage, ich finde ich eigentlich ganz gut. Ich, also, ich mag Romano Schmied. Und ich habe mich immer aufgeregt, wenn er auf diesen Halbpositionen eingesetzt worden ist, weil das ist er nicht, aber auf der 10? Dann ist Eggestein raus, oder was? Ah, das ist natürlich auch schwierig. Aber ohne Eggestein, ich glaube, der ist ja nicht wichtig für die Mannschaft vielleicht. Oder ist scheißegal. Neuer Trainer, letztes Spiel, ist eigentlich alles scheißegal. Alles egal, ja. Also, Möwald, Rashica Bittencourt, Romano Schmied. Ja. Und davor Füllkrug und Sargent. Boah. Ey! Das ist also eigentlich eine Europamannschaft. Europa Cup! Ist das geil, Bremen geht nach Europa. Ach, das ist doch, aber das ist ein versöhnliches Ende für Bremen, wenn sie jetzt nach Europa kommen, ne? Ja, fand ich auch, ja, auf jeden Fall. Floco los, 90 Minuten später in die Champions League. Dass sie in den letzten 9 Spielen ein Torverhältnis von 5:20 hatten und selber nie mehr als ein Tor pro Spiel geschossen haben, darüber reden wir am besten nicht. Das ist Fake News. Ja, das ist Fake News. Ja, aber das ist halt auch wirklich, das ist ja das Problem. Also, was macht man da jetzt unter der Woche? Damit man da wieder ein bisschen jetzt hat. Torschusstraining. Ja, also mein, der Klassiker ist, man holt sich den regionalen Achtligisten und nagelt den 45 Tore rein. Ja. Und sagt dann, ja, das hat sich doch okay angefühlt. Und dann merkt man, ah, guck mal hier, da spielt ja sogar ein Erstligaspieler mit dem Gegner. Es wird schwierig. Auf der anderen Seite, lass uns mal kurz über Borussia Mönchengladbach reden. Es geht natürlich A noch um was und B, wenn du jetzt so aufstellst, wie wir jetzt gerade über geredet haben, dann ist das tendenziell eher offensiv. Ja. Und dann hast du natürlich die Gefahr, dass Gladbach dir komplett um die Ohren fährt, ne? Das könnten sie vielleicht machen, auf jeden Fall. Die Option besteht. Und so ein entscheidender Trainer, Saison underperformed, jeder weiß, es ist kein so schlechter Trainer. Wäre nicht das erste Mal, dass plötzlich das letzte Saisonspiel 5-0 ausgeht oder sowas, ne? Nee, die Gefahr besteht ja immer, die kommt gleich nochmal ganz massiv auch bei Schalke 04 zum Tragen, glaube ich. Ja, wir brauchen ja nicht drüber reden, dass realistischerweise in einem Head-to-Head-Vergleich Gladbach als Sieger aus diesem Spiel herausgeht. Ja. Die Frage ist, was ist Werders Ansatz? Man könnte zum Beispiel auch so feige sein und sagen, wir vertrauen darauf, das ist hart, dass Köln nicht Schalke schlägt. Ja. Und, ja, aber das willst du und gehst auf Unentschieden, oder was? Gehen in die setzen auf Relegation. Also erstmal und oder wie fangen. Also wenn ich Bremen-Fan wäre und ich nach 5 Minuten merke, das versuchen wir hier, würde ich mir ein Messer in die Brust rammen. Weil das würde ich nicht ertragen, 85 Minuten. Auch wenn das meine ich gar nicht, dass es eine falsche Idee ist, aber das würde mich fertig machen. Aber vielleicht fängt man so an und wartet man die erste Halbzeit ab und dann sieht man, wenn man dann vielleicht sieht, okay, Köln führt gerade 2-0 gegen Schalke. Wir müssen, dann ändert man vielleicht den Ansatz, aber die Frage wird sein, ab wann und wie viel Risikobereitschaft bringt Werder in dieses Spiel rein? Ich als jemand, der sauer ist auf Werder Bremen von den letzten 2 Jahren, mich wird gerade nervös, wenn ich die Möglichkeiten höre. Wirklich. Weil das ist beides Kacke. Ja, Alles ist Kacke. Ja, wir reden ja gerade über einen existenziell wichtigen Spieltag. Das ist also. Was machst du denn, wenn du jetzt sagst, wir versuchen, das defensiv anzugehen, stellst du auf, kassierst nach 2,5 Minuten 1-0? Dann machst du auf. Ja. Ganz laut uff. Dann machst du uff. Ja. Wo ist Ailton? Thomas Schaaf-Fußball, bekanntermaßen Offensivfußball, auch gerne mit dem Ball. Das hat ja Bremen auch schon früh kultiviert. Hat sich dann im Laufe ein bisschen geändert. Das wirst du aber halt auch nicht eingeschliffen bekommen. Also vielleicht wird es gar nicht die Raute. Nee, also ich glaube, das war jetzt ein Gedankenspiel für uns, was ganz nett war. Aber der Handlungsspielraum von Thomas Schaaf ist ja so unfassbar klein, so wenig Zeit. Da kann jetzt nicht mehr groß irgendwas an Brüchen gemacht werden, auch taktischer, inhaltlicher Natur. Das glaube ich auch nicht mehr. Also. Ach, Bremen. Das wird wirklich schwierig. Also es ist natürlich ganz klar, auf dem Papier ist es der schwerste Gegner von den drei Mannschaften. Auf jeden Fall. Von den drei Gegnern, die im Abstiegskampf noch eingreifen können. Es ist der einzige Gegner, für den es noch um was anderes geht, als persönlich die Saison beenden. Und es ist die einzige Mannschaft mit einem anderen Trainer. Es ist mit Abstand das interessanteste Spiel in diesem, oder das, die größte Wundertüte einfach. Ja. Was ist denn, wenn jetzt der neue Trainereffekt komplett reinballert? Kannst du dir das vorstellen, dass sie Gladbach abschießen? Also wirklich 2-3-0 ohne Probleme? Also erinnerst du dich noch an den letzten Spieltag vom letzten Jahr von Bremen? An Köln? Ja. Ja, das werde ich nie vergessen. Das werde ich nie vergessen, Kölner. Ja. Das macht ja auch nochmal pikanter heute, die ganze Geschichte. Ne? Stimmt, auf jeden Fall. Ich weiß es nicht. Also ich würde es ihm auf jeden Fall gönnen, weil Thomas Schaaf bleibt, auch wenn er irgendwann dann über seinen Trainerzenit hinaus war. Legende. Legende bleibt er und auch immer, also als Person finde ich, ein ganz feiner Charakter, angenehmer Typ, also...
Seine Karriere hat, ich glaube, 99 hat er Bremen das erste Mal übernommen. Hat ja auch dann seinen eigentlich einzigen erfolgreichen Stint bei Bremen. Ist 60 Jahre alt. Ich würde behaupten, die Trainerkarriere ist schon... Die ist vorbei. Ja. Es ist ja auch jetzt eine Notmaßnahme, die da ihn zurückgespült hat auf diese Position, ne? Findest du es übrigens gut, dass es dann Thomas Schaaf ist? Ja. Oder? Ich finde dann auch, also wirklich für so eine Verzweiflungstat würde ich auch jemanden holen, wo ich weiß, der kennt... Ich bin mir sicher, ich weiß nicht, was Thomas Schaaf offizielle Funktion ist, ich bin mir sicher, der kennt jeden einzelnen Spieler mit Vornamen und die sind cool und also prinzipiell schon die richtige Entscheidung. Oh, ich tue mich ganz, ganz schwer. Wirklich, wenn ich auf Bremens letzte 10 Spiele gucke, da ist wenig, was die Hoffnung macht. Ja. Was wolltest du vorlesen? Du hast ja gerade gezeigt. Mein Tipp. Willst du raushauen? Ja. Dann, Niklas, Moment, das hier ist deins. Sag es mir. Tut mir leid, aber ich tippe 2-0 Gladbach. 0-2 also. Es ja, findet 0-2. Korrekterweise, ja. Also, ich tippe auch Bremen-Niederlage. Ich habe mir jetzt kein Ergebnis überlegt, aber ich tippe auch Bremen-Niederlage. Ich schreibe jetzt einfach 0-1 rein, weil ich glaube, dass sie es versuchen werden, hinten zuzumachen. Kassieren sie vielleicht irgendwie eins, aber ich habe auf jeden Fall leider auch die Werder mit der Niederlage. Und dann wird es ja schon richtig dünn, weil dann geht es um das nächste Spiel. Und zwar ganz elementar um Köln gegen Schalke. Es ist eine der seltsamen Konstellationen, die man so haben kann im Abstiegskampf. Denn hier kann der 18. fest abgestiegene, einzige feste Absteiger jemanden mitreißen, am Kragen packen, ja, und mit runterreißen. Das und dann auch noch die Schalke. Köln-Schalke hat ja auch so ein bisschen schwierige, ja, Vergangenheit. Warst du ein Mitreißer? Der Leute mit runtergerissen hat? Ja. Ach, glaube ich eigentlich nicht. Gibt ja verschiedene Arten und Weisen mitzureißen. Ich müsste jetzt mal eine Situation wissen. Okay, also man kann ja snitchen. Ja. Das ist ein No-Go. Ja. Also zu sagen, der war aber auch dabei, das ist... Ja. Das macht man nicht. Aber wenn du... Also ich habe noch eine Situation klar vor Augen. Das war im Sommer, Grundschulzeit muss es gewesen sein. Mhm. Ich war mit einem Freund unterwegs. Wir haben uns so Eis-Thema kommt wieder auf. Mhm. Diese Eis gekauft, Cola-Eis, das du so rausdrücken konntest. Ja, klar. Wassereis ist es ja. Ja, Wassereis, ja, genau. Und ich war notorisch bekannt dafür, mir immer gute Klamotten einzusauen. Weil du ein Kind warst. Weil ich ein Kind war es auch, ja. Warum hattest du gute Klamotten als Kind, ist die große Frage. Ja, weil meiner Mutter das extrem wichtig war. Ich war echt, ja, wirklich? Die hat mich immer eingekleidet mit Esprit, alles andere. Ich war eine richtige Puppe. Ich habe straight up, bis ich 13 Jahre alt war, nur Sachen aufgetragen. Ich habe eine ältere Schwester, da kommt jetzt, ja, nichts her. Aber im Freundeskreis meiner Eltern gab es 5 ältere Jungs und das ging alles immer um mich. Da waren auch coole Sachen dabei. Da waren, ja, Sachen dabei, die meine Eltern nie gekauft haben, aber... Halt, ne. Naja, also ich war schon sehr unter dem, also Fashion. Meine Mutter war meine Einkleiderin, auf jeden Fall, ja. Und ich war gut angezogen. Und diese Sutsche, das schmilzt ja irgendwann. Dann ist unten in diesem Rest ist so Cola-Saft, ja, den man Beste. Dann aber natürlich nicht einfach wegwirft. Den werden wir ja verzehren. Das ist ja das Beste. Das ist das Beste an dem Eis, ja. Und ich habe mich mal mein T-Shirt mit diesem Cola-Saft eingesaugt. Was passiert? Und habe dann... Ja, wirklich ein manipulatives Schwein anscheinend. Hab dann den Freund, mit dem ich unterwegs war, der auch eins hatte, so lange bequatscht, dass ich das extra gemacht hätte, weil es cool wäre. Dass er es auch gemacht hat? Oh mein Gott! Dass er es auch gemacht hat! Also das ist kriminelle Energie. Ja. Das ist kriminelle Energie. Nicht schlecht. Also ich habe natürlich, das muss man dazu sagen, jeder, der mit Geschwistern aufgewachsen ist, ja, natürlich habe ich meine Geschwister in alles reingezogen, alles auf die geschoben. Das ist aber ganz normal. Mit meinen Freunden habe ich es, glaube ich, wirklich nicht gemacht. Wenn ich an meine Teamsport-Vergangenheit denke, ja, glaube ich, bin ich absoluter Teamplayer gewesen. Ich habe mich immer sehr über mich selbst aufgeregt, aber ich war immer der Lauteste, der alle anderen versucht habe hochzuziehen. Weil ich auch wusste, dass es wichtig war, wegen meiner sportlichen Leistungsfähigkeit. Ich musste andere Prioritäten auch mitbringen, weißt du? Andere, klar, Qualitäten, ja, mitbringen. So, ich finde es geisteskrank, dass du den armen Jungen... Und hatte der auch Esprit-Klamotten an oder war das egal? War das so einer wie ich vom Wühltisch? Das war einer so wie du auf jeden Fall. Ja. Aber es hat dann auf jeden Fall natürlich den Blow für mich abgeschwächt, weil ich nicht alleine, ja, der Depp war mit der Cola-Sutsche auf dem T-Shirt. Ne? Ja. Aber ich war ein Manipulator auf jeden Fall, muss man sagen. Also ich habe sehr, sehr viele Sachen kaputt gemacht, ja, leider als Kind. Und zwar nicht nur Dinge, die, ja, mir oder meinen Eltern gehörten, sondern alles, was ich gefunden habe, ist kaputt gegangen. Und da hatten wir schon aber die Regeln im Freundeskreis oder mit meinen Passkumpels. Hast du in keiner Hinsicht räudig? War nichts an dir räudig? Hast du nichts gemacht, was man heute sagen würde, boah, miese Aktion? Naja, ich habe ständig Sachen kaputt gemacht. Ja, aber nicht absichtlich wahrscheinlich, oder? Okay, doch. Doch, komplett. Ich habe ganz viel Scheiß gebaut, ganz viele Sachen auch absichtlich draufgemalt, ja, kaputt gemacht. Mit 9 Jahren irgendwie Tee geraucht hinter der Garage und so. Ich habe nur Scheiß gebaut. Aber Nö, glaube ich jetzt nicht. Übrigens, zum Thema Sturmfrei, was wir hatten. Ja. Meine Mutter hat mich outcalled für das Video. Und ich muss es erzählen, hat sie mir gesagt. Weil ich ja gesagt habe, dass ich nie sturmfrei gehabt, ja, hätte. Ist nicht richtig. Ich hatte einmal sturmfrei.
war ich so 17, war ich eine Nacht weg, kam am nächsten Tag wieder, hatte ich Tür inklusive Rahmen bei mir aus der, beim Zimmer aus der Wand gerissen. Warum? Das ist eine längere Geschichte. Kurzfassung ist, ein Kumpel ist bei mir, hat bei mir übernachtet. Ja, ja, klar. Aber der war schon, hat schon so 3-4 Tage da gepennt, weil der ist zu Hause rausgeflogen. Mhm. Das war immer so ein bisschen bei dem das Thema. Und hat er sich in meinem Zimmer eingeschlossen, weil er es lustig fand. Und wir waren aber allein zu Hause, wir hatten ein bisschen was getrunken. Und ich bin aggro geworden, weil er in meinem Zimmer war und hat die Tür eingetreten. Also habe ich räudige Sachen gemacht. Okay, ja. Ja, ja. Eher dumm als räudig. Aber weißt du, wie meine Eltern mich bestraft haben? Weil das hat natürlich, das kostet natürlich ein paar hundert Euro, das ja, alles ja, neu ja. zu machen. Haben meine Eltern gesagt, machen wir nicht neu, bis du es bezahlst. Und dann hatte ich für 3 Monate, als wirklich 17-Jähriger oder so. Keine Tür. Ein blaues Bettlaken hing als Tür da. 3 Monate lang. Also, ja, ist hiermit erzählt, Mama kann sich beruhigen. Ja? Ist jetzt raus. Köln-Schalke. Ja, Köln-Schalke. So, wir haben also die Konstellation, dass Schalke 04 Köln mit runterreißen kann. Wir haben die Konstellation, dass sich 33 Spieltage niemand vor Schalke 04 gefürchtet hat und dann Eintracht Frankfurt gesagt hat, hey, hier ist unser Tor. Wollt ihr nicht vorbeikommen? Ja, also das war wirklich, sorry, liebe Kölner. Wir haben, glaube ich, Kölner mit einem Bärendienst erwiesen, weil das wird die selbstbewussteste Schalker Mannschaft sein, die wir die ganze Saison gesehen haben. Ja, das erstmal. Und es ist halt so krass, weil genau das, was du sagst, man hat es gegen jeder Gegner ist eigentlich irgendwann gegen Schalke ein Spieler mit dem Wissen, ey, normalerweise packen wir die. Bielefeld hat Schalke geschlagen, alle haben Schalke geschlagen, die Schalke schlagen müssen. Und jetzt kommt dieses eine Spiel, ja. wo das genauso gut nochmal passieren kann. Ja. Wo es eigentlich passieren müsste, wenn nicht bei Frankfurt alles in Scherben liegen würde. Also wo im Hinterkopf jedes Menschen und damit auch jedes Kölners der Gedanke ist, was, wenn die plötzlich gut sind? Ja. Und sie sahen ja gut aus gegen uns. Natürlich auch bedingt von Frankfurt, Hilfe, aber ja. Und lass mir da nichts erzählen, aber natürlich wird da ein anderer Vibe heute sein. Die wissen seit 8 Wochen, dass sie abgestiegen sind. Die spielen mit einer Mannschaft, die nichts mit der Mannschaft vom ersten Spieltag zu tun hat. Die spielen mit einer jungen Bagage aus Drittligaspielern und U19-Leuten. Denen ist alles scheißegal. Und ich sag dir was, die hätten extrem viel Bock, Köln mit runterzureißen. Ist doch klar, das Einzige, wo die sich heiß machen, ist doch jetzt, die nehmen wir mit runter. Die Dreckschweine kommen am Wochenende hierher, oder das ist in Köln, und dann ziehen wir die mit runter. Das ist wie beim Pro-Club spielt, wenn man merkt, okay, wir kriegen den Titel nicht mehr, wir haben noch 3 Saisonspiele, wo da die Motivation ist, vielleicht wollen die gerade den Titel gewinnen, dann wenigstens machen wir denen das kaputt. Ja, das ist genau dieselbe Situation. Und jetzt sind wir wirklich, du hast gesagt, wir sind am 34. Spieltag und plötzlich sind wir in einer Situation, wo man sagen muss, vielleicht ist Schalke gleich der Favorit gegen Köln. Also so weit würde ich nicht gehen. Ich schon. Nee, also so weit gehe ich nicht. Da distanziere ich mich von dieser Aussage. Aber es ist das erste Mal seit langem, 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 wo ich sagen würde, ey, es kann dir echt passieren. Schalke wird treffen. Das glaube ich auch. Schalke wird treffen. Das glaube ich auch. Man muss aber auch dazu sagen, letzten 10 Spiele Schalke gegen Köln. Köln nur 1 verloren, 5 davon gewonnen. Also das ist ein Gegner, der Köln in den letzten Jahren auf jeden Fall tendenziell gut gelegen hat. Es fehlen Skiri, Jakobs und Dennis. Oh, das tut weh. Mhm. Gerade Skiri tut richtig weh. Dennis tut überhaupt nicht weh. Ja. Muss man auch drüber reden. Aussortiert. Das war ja ein absolutes Flop. Was passiert mit dem im Sommer? Eigentlich wahrscheinlich die Chance für einen opportunistischen Verein, da günstig zuzugreifen, weil der Hype kam ja nicht aus nichts, aber oder? Köln hat ihn ja auch nicht gekauft. Nee, geliehen. Der wird im Sommer zur Verfügung stehen wieder. Also der wird ja wohl nicht, weil der kam von Anderlecht, oder nicht? Und die haben auch keine Verwendung mehr für ihn. Ist er da nicht aus dem Bus geworfen worden oder sowas? Nee, er wollte nicht mit dem Bus fahren, weil der Platz, auf dem er normalerweise sitzt, besetzt gewesen ist. Ja. Ich hatte so ein Kind, hatte ich bei mir in der Schulklasse. Ich steige nicht in die 11 heute Morgen, mein Platz ist weg. Ernsthaft? Ja, ich meine, ich hatte so viele seltsame Kinder in meiner Schule. Okay, ja. Ich musste mal einen Schuljahr lang ganz vorne neben dem Busfahrer sitzen. Wer hat das bestimmt? Ja. Der Busfahrer, Norbert. Moment, jetzt müssen wir, sorry, liebe Kölner, da müssen wir nochmal einfangen, ganz kurz. Ja. War das was für ein Bus? Ein Linienbus? Nee, Schulbus. Aha. Schulbus. Was heißt Schulbus? Wo ich herkomme, gibt es keinen Schulbus. Ja, wie gibt es keinen Schulbus? Wo kommst du denn her, Mann? Ich bin öffentliche Verkehrsmittel eingestiegen, meine Mutter hat eine Schusswaffe mitgegeben und hat gesagt, komm, Bus ist kein öffentliches Verkehrsmittel. Ja, nicht, wenn es ein Schulbus ist, der dich zu Hause abholt und Norbert dir sagen kann, wo du sitzt. Nee, man geht zur Bushaltestelle. Und da kommt der Schulbus hin, aber der fährt nur zur Schule. Ja, der kann auch dich zum Pennymarkt um die Ecke bringen, aber primär haben wir ihn als Schulbus verwendet. Der hat eine Route, die dafür vorgesehen war, uns zur Schule zu bringen. Und es ist kein Linienbus. Was ist ein Linienbus? Ja, sowas wie eine S-Bahn, eine Tram, der immer dieselbe Linie hin und her fährt.
Ja doch, quasi schon. Tag. Also der hält bei uns im Dorf an der Bushalte. Warte, okay. Und fährt dann mehrere Schulen ab. Hat auf der dieser Route. Bus einen Namen? Im Sinne von Liniennamen. Nein, sowas wie, das ist die Linie 11, Linie 10, das ist die Nummer B. Nee, das ist der einzige scheiß Bus, der in dem kleinen Kaff, in dem ich wohnte, gefahren ist. Keine Ahnung, wie der hieß. Magic-Bus. Was für ein drittes Weltland ist die Vulkaneifel eigentlich? Ja, was soll ich dir erzählen? Das ist der Bus, der hat keine Nummer, der hat kein Nummernschild. Das war der Bus. Der Fahrer heißt Norbert und er fährt dich zu Lidl oder zur Schule. Ja, das ist meine Schwester hatte eine Zeit lang auch so ein Schulbus-System, das waren Herbert und Rosi. Ja. Das war ein Ehepaar, die haben gemeinsam gut 300 Kilo gewogen und die haben sie jeden Morgen abgeholt. Okay, ja, ich habe leider wirklich nicht verstanden das Bussystem jetzt so ganz. Also, ich sage ganz ruhig. Ich bin morgens in die Linie 17 eingestiegen, bin zum Loreley-Ring gefahren und bin dort in die Linie 11 umgestiegen. Ja. Und dann bin ich zu meiner Schule gefahren. Ja. So, das war Linienbussystem. Ja. Wir hatten im Dorf eine zentrale Bushaltestelle. Ja. Da bin ich morgens hingelaufen. Mhm. Bin in den Bus eingestiegen, der da vorbeifuhr. Mhm. Und der hat dann mehrere Schulen abgefahren in verschiedenen Orten. Okay. Und eine von den Schulen war meine Schule, an der ich dann immer ausgestiegen bin. Und wenn du jetzt Freitagabend zur selben Bushaltestelle gehen würdest, würde dann Norbert im Bus sitzen und würde auch die Schulen abfahren danach? Freitagabend? Nee. Okay, dann war es ein reines Schulbussystem. Ja, kann sein. Okay, ja. Haben wir das aber auch geklärt. Ganz ruhig, ohne hier irgendwie Emotionen hochkochen zu lassen, konnten wir das klären. Ja. So, jetzt gehen wir zurück zu Köln, oder? Ja. Okay. Skiri und Jakobs fehlen. Köln hat Friedhelm an der Seitenlinie. Da ist der neue Trainereffekt. Ja, ist nicht komplett in die Hose gegangen zumindest. Ich meine, die haben ja zwei Spiele gewonnen mit ihm, eins unentschieden. Ja. Das ist schon sehr ordentlich. Das kann man machen. So, sie haben. RB war noch Gisto? Ich treffe gar nichts mehr. Die letzten drei Spiele haben sie normalerweise. Ist das die Kölner Kurve? Das müsste die Kölner Kurve sein. Da ist doch Köln drauf. Wie kann das denn die Kölner Kurve sein, wenn da Köln als Logo drauf ist? Niklas, das ist doch hier. Hast du vollkommen recht. Was ist das? Das ist ein anderer Verein, Junge. So, ich gucke nach. Ja, Leute, heute ist ein bisschen wild. Köln müsste von den letzten drei Spielen zwei gewonnen haben, eins unentschieden. Das ist zumindest so das, was ich im Kopf hätte als Spielplan vom FC. Mhm. Vielleicht war dazwischen noch, haben die gegen Freiburg verloren. Das ja, dann war es doch richtig. Dann habe ich auch das Richtige. Ja, Lirum Larum. Oh Mann. Ja. Ich glaube, trotz allem, trotz dieser Unwägbarkeit dessen, die Schalke 04 mitbringt in dieses Spiel, glaube ich, dass der FC am Ende das Rüstzeug hat, um Schalke auch tatsächlich zu schlagen. Und ich gehe davon aus, dass sie es auch tun werden. Also das ist meine persönliche Meinung. Hat dir das Spiel in Berlin Hoffnung gemacht, dass sie Tore schießen können? Mir nämlich nicht. Das kann man jetzt nicht dafür als Anlass nehmen. Aber wenn es eine Kompetenz gab, die heißer hinten raus noch geblieben ist, dann ist es, den ungarischen Beton anzurühren. Mhm. Und das haben sie so massiv gemacht gegen Köln, dass es wirklich einfach auch schwer zu durchbrechen war und auch mit einer anderen Spielerqualität als das zum Beispiel Schalke hat. Deswegen, ich glaube daran, dass Köln gewinnt. Und zwar 3-1. 3-1 ist auch mein Tipp. Scheiße. Ja. Ich glaube, dass ich kann mir komplett vorstellen, dass Schalke in Führung geht. Und dass in der Konferenz die Bude brennt. Ja. So. Also in meiner Welt, wenn ich nicht ganz daneben liege. Das ist dein Ergebnis. Köln bleibt drinne, Bielefeld Relegation, Bremen geht runter. Bremen direkter Absteiger mit 31 Punkten, Bielefeld mit 32 in der Relegation und Köln mit 33. Und tatsächlich, Überraschung, sieht es bei mir sehr, sehr ähnlich aus. Ja, bei mir sind es 31 Punkte bei Bremen direkter Absteiger und dann 33-33. Und warum ist Bielefeld denn hier wegen direkter Vergleich? Oder ist es hier ein Fehler oder nicht? Schlechteres Torverhältnis. 28 sind noch schlechter als 25. Ja, nur wenn das Minus davor ist. Ja, wenn das Minus davor ist, ja. Ich habe gerade drauf geguckt und gedacht, hä? Und das würde bedeuten, in unserer Simulation bleibt der FC direkt drin. Mhm. Würdest du sagen, so eine gute Saison haben sie verdient, drin zu bleiben? Ja, über verdient brauchen wir jetzt da nicht mehr sprechen. Das ist vollkommen irrelevant. Bielefeld kommt auf den Relegationsplatz. Das ist ein Erfolg. Erfolg. Und dann bleiben sie auch drin, glaube ich. Das kann ich mir auch vorstellen. Und Werder Bremen muss sich direkt verabschieden bei uns beiden. Bremen und Schalke, Alter, wäre es bei uns. Das ist schon eine ekelhafte. Das ist ein dickes Stück vom Bundesliga-Kuchen, was man da rausschneidet. Ja. Also. Aber es wird immer mehr, früher, das ist alles Zeitliga.
Was aus der dritten jetzt hochkommt und die zweite runtergeht teilweise. Ja, wird geil. Also der Flavor, den die zweite Liga hat, der muss sich nicht verstecken vor der Bundesliga. Shoutout an den Kumpel, ich werde jetzt nicht den Namen nicht sagen, es ist zu viel Callout, glaube ich, aber der hat mir gestern gesagt, hat die Schnauze voll von den großen Profivereinen, der wird nächstes Jahr nur noch zweite Bundesliga gucken. Muss er sich dran messen lassen. Vor allem habe ich gesagt, ja, der romantische Amateurfußball, klar, zweite Bundesliga mit Schalke, Hamburg und... Ja. Hannover, sympathischer Club. So, wir haben natürlich viel länger gebraucht, als wir dachten. Ja, viel, viel länger, als wir dachten. Ja, aber das liegt natürlich auch daran, dass du nicht in der Lage warst, mir zu erklären, was für einen Bus du morgens genommen hast. Ne? Das ist ja klar. Und deshalb machen wir nur noch ein Thema, und das sind die drei großen Transfers, die halbwegs realistisch sind diesen Sommer. Ja. Folgendes ist die Situation. Und ich glaube, dass viele Leute das noch nicht richtig 100% akzeptiert haben. Der Profifußball hat in ganz großen Teilen keine Kohle diesen Sommer. Es ist einfach so. Und ich glaube sogar, dass es so weit gehen wird, dass Vereine, die Geld haben, in Regale greifen können, in die sie normalerweise nicht greifen können, weil ich glaube, dass viele Vereine Spieler verfügbar machen werden, einfach nur, um sie von der Gehaltsliste zu kommen, irgendwie einen Namen zu generieren. Wir haben uns die drei größten Namen ausgesucht, die diesen Sommer ihren Verein verlassen könnten. Und ich würde sagen, wir droppen sie direkt. Es sind Jadon Sancho, Harry Kane und Cristiano Ronaldo. Bei Jadon Sancho scheint die Ausgangssituation relativ klar, finde ich. Es riecht alles nach Einigung irgendwann früher oder später mit Manchester United. Und sogar wohl eher früher, weil ich glaube, das hat man aus Dortmund so ein bisschen eingefordert. Mein Verständnis, ja, Dortmund ist ja, ich finde eigentlich, dass Dortmund das relativ gut kommuniziert hat in den letzten Wochen. Ja. Weil, so wie ich es verstanden habe, hat Jadon Sancho, glaube ich, ein Datum gesagt bekommen, einen Preis gesagt bekommen und hat gesagt, wir wissen, dass du weg willst, das und das. Und dann kannst du gehen. Ja, Free Fire. Und ich bin mir relativ sicher, dass dieser Transfer diesen Sommer passiert. Ja, muss. Ne? Weil muss. Und ich schätze so 80, 85? Viel mehr glaube ich nicht. Nicht während Corona. Ich würde grob sagen zwischen 80 und 100. Ja. Das ist der Rahmen, den ich setzen würde für den Transfer. Höchstwahrscheinlich wird es was sein mit Sockelablöse, bam, 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 bam. Ja. Na, das ist eigentlich, das macht glaube ich viel Sinn derzeit. Und ich kann mir auch vorstellen, da gab es auch schon News zu oder Gerüchte, dass das vor der Europameisterschaft, vor dem EM-Start eben abgewickelt werden soll. Das glaube ich tatsächlich auch. Da gehe ich auch von aus, weil dann auch Ruhe da ist für den Spieler, für das Turnier. Die beiden Vereine haben eine Planungssicherheit und vor allem Dortmund muss ja auch dann mit dem Geld irgendwas so tun. Ist es, oder jemanden an Land ziehen, der in irgendeiner Form, nicht in 1:1 ersetzt natürlich, das wird schwierig. Aber den Kaderplatz befüllt oder die Lücke schließt auf irgendeine Art und Weise. Rashica. Eher nicht. Hätte man vor anderthalb Jahren noch realistisch drüber sprechen können, aber das ist halt... Was denkst du, was Rashica gerade für einen Preis, was Bremen aufrufen kann, realistisch? Nicht mehr als 10. Das ist nämlich das Ding. Ja. Ich habe nämlich gestern mit Kumpels drüber geredet. Es sieht, ganz kurzer Ausflug, ganz, ganz schnell. Ja. Es sieht stark danach aus, als würden die Eintracht 4 wichtige Spieler verlassen, vielleicht auch 5. Und dass dann ordentlich Geld auch zur Verfügung stehen würde. Und ich würde Bremen sagen, hier sind 10 Millionen, friss oder stirb für Rashica. Weil für 10 Millionen, glaube ich, kannst du den Deal mal machen, upside-mäßig. Kann man machen. Also ist der Zug für ihn ist noch nicht abgefahren, so, auf jeden Fall. Das glaube ich auch nicht. Aber zurück zum Core-Thema Sancho. Glaubst du, dass Sancho immer noch, dass noch ein anderer Verein reingrätschen könnte? Ehrlich gesagt nicht. Ich auch also überhaupt ich glaube, das ist irgendwie sehr beschlossen, wo das hingeht. Er ist ja auch ein Manchester-Boy. Ja. Auch wenn er eigentlich, glaube ich, von den Sky Blues ist. Er kam von den Sky Blues, aber ich habe einfach die Aussicht, nach Manchester zurückzukehren, in ein familiäres Umfeld, ein Umfeld, was ja ihm auch bekannt sein dürfte und wo er gerne sein würde, macht für mich komplett Sinn. Und ich finde auch, man muss Sancho wirklich, hat ja auch so diesen Extravaganzfaktor in seiner Außendarstellung teilweise gehabt, den man einem Aubameyang zugeschrieben hat und einem Dembélé auch. Und das waren ja beides Wechsel, die unter doch ziemlich ein Stück Geräuschen über die Bühne gingen. Unschön. Und ich finde, Sancho hat sich in Summe, es gab manchmal nicht immer alles perfekt, aber er ist ja auch ein junger Kerl, eigentlich finde ich, sehr ordentlich verhalten über all die Jahre. Ich finde es auch und ich bin mir nämlich relativ sicher, dass wenn er, der hätte letzten Sommer richtig Herz machen können und die Anfragen wären da gewesen sein. Und er hat es nicht gemacht und ganz im Ernst, wenn es jetzt so abläuft, dann ist es doch geil für alle Seiten. Es ist komplett fair, easy. Pokalsieg zum Abschluss, er ist glaube ich mindestens 4 Jahre in Dortmund gewesen. Ich glaube, das war seine dritte Saison erst jetzt gerade, oder? Nee, ich meine 4. Ist auch ehrlich gesagt scheißegal. Weil er war auf jeden Fall eine Zeit da, die finde ich, wo man da auch als BVB-Fan fair genug sein sollte, um zu sagen... Er hat 8 Millionen gekostet. Ne? Ja, also danke für alles und viel Erfolg auf dem weiteren Karriereweg. Nächster Name, wir müssen uns reinhalten. Ja. Harry Kane. Mhm. Die Spatzen pfeifen es von den Dächern. Es soll 3 Interessenten geben. Chelsea, United und City. Ja, mich ärgert bis heute bei The Way, dass
aus dem Bob Dylan-Song nichts für ihn gemacht worden ist. Also, Here Comes the Story of a Harry Kane. Ja, das hätte ich mir so sehr gewünscht, dass das irgendjemand aufgreift, aber hat nie jemand gemacht. Also. Glaubst du, er wird Citizen Kane? Ja, wenn er, also stark. stark. Aguero geht. Ja. Aguero ist weg, dann bleibt, also Guardiola hat jetzt anmoderiert, dass Ferran Torres in diese Rolle reinwachsen könnte, aber so wie ich City kenne, 100%, das ist für mich, ich sehe Chelsea nicht passieren, ich sehe bei Chelsea nämlich nicht, ich finde, dass Chelsea hat doch gerade ein gutes Ding am Laufen. Ja. Und ich weiß nicht, wie sehr Harry Kane in die Struktur des Kaders reinpasst, bin ich mir nicht sicher. Und City macht einfach in meinen Augen 100% Sinn. Und die werden auch das Geld zusammenkratzen können für einen Monstertransfer. Das werden sie und genau das kann United nicht. Genau. Was heißt, also schon, aber ich glaube, sie wollen es für Sancho ausgeben. Ja, und also Sancho und Kane in einer Transferperiode, in der die jetzt kommt, ausgeschlossen. Das glaube ich nämlich auch. Chelsea kann ich mir auch nicht vorstellen. Und man muss, glaube ich, so realistisch sein und sagen, es gibt außerhalb von England, Paris ausgenommen, keine Mannschaft, die das Geld für Harry Kane locker machen würde. Das war ja mal die Rede von Real. Das wird nicht passieren. Jetzt ist nochmal Barcelona in den Ring geworfen worden, aber das ist für mich beides aufgrund der finanziellen Schieflage. Ja, Barcelona geht jeden Morgen in die Kabine und hofft, dass Wasser noch läuft. Ja, das ist so. Das ist einfach so. Also da sind wir uns, glaube ich, beide bei City relativ einig. Wenn er geht, dann zu City. Ja. Es ist nicht da, wo ich ihn gern sehen würde. Prozentchance, dass er geht, sag mal. Dass er geht. 75%. Ja, ich hätte sogar 80% gesagt, aber ja. Also der wird den Verein verlassen und ist auch vollkommen okay. Harry Kane hat sich das verdient, auch nochmal wirklich realistisch um Titel spielen zu können. Also sogar unser Haus und Hof Spurs-Fan Matt hat ja gesagt, er versteht's. Er hat gesagt, er hat Kane Pain, aber er versteht's. Letzter Name, Cristiano Ronaldo. Ja. Transfer? Hängt für mich, also steht und fällt mit Juves Champions League Qualifikation. So wird es sein. Das große Thema ist, ich habe nicht den Hauch einer Vorstellung, was sich Juve an Einnahmen wünschen würde. Ich habe keine Idee, was irgendein Verein bereit wäre zu bezahlen, weil wir reden nun von einem Spieler, der jenseits der 35 ist. Ja. Wo man sich nicht vormachen muss, dass man mit dem irgendwie noch 10 Jahre arbeiten wird. 10 nicht, nee. Ja, glaubst du 5 gute Jahre? Nee, 2. So. Wie viel ist das wert? Ablöse. Keine Ablöse. Kommt darauf an, wie gute Jahre sind natürlich, aber also sein Markt, der wird auf 50 Mille taxiert, die zahlt keiner mehr, glaube ich. Auf gar keinen Fall. Aber ich glaube, so 20 bis 30 könnte ich mir nochmal vorstellen. 20. Ablöse für Ronaldo. Ich würde 20 als Sockel, als Decke nehmen als Verein, weil du musst ja noch so viel Geld für den bezahlen, gehaltsmäßig. Mein Thema ist wirklich, ich weiß es, also ich kann es mir nur vorstellen, wenn Cristiano brachial auf Gehalt verzichtet, dass er den Verein verlässt. Ernsthaft? Weil ich weiß, ich kann es mir nicht vorstellen. Was gibt es für Kandidaten? 3 in meinen Augen. Und zwar United? United. Sag mir nicht, Real ist dabei? PSG. PSG, wow, okay. Und? Sporting. Ich hoffe natürlich sehr auf Sporting. Und da habe ich auch letztens schon mal für One Football drüber geschrieben. Seine Mutter hat ja gesagt, sie sorgt dafür, dass er nächstes Jahr bei Sporting spielt. Okay. Und ich würde ihm echt wünschen, dass er auf seine Mutter hört. Weil ich glaube, ich habe das Gefühl, so ein bisschen Ronaldo hat in seinem Kopf noch dieses eine Ziel, noch einmal Champions League. Ich glaube auch, 100%. Das ist so, das sitzt da so fest im Kopf drin. Was ja auch fair ist, aber vielleicht nicht ja, mehr. Ja, aber ich glaube, irgendwann, wenn du kannst nicht im Leben nur danach gehen, dass du erst mit irgendwas aufhören kannst, wenn du X oder Y erreicht hast. Irgendwann musst du einfach auch damit leben können. Also was heißt, Er hat ja genug. Er hat ja genug. Also du wirst nicht... 5 oder was heißt 4? 5? Ja, genug auf jeden Fall. Ja. Wenn du lang genug danach suchst, wirst du immer irgendwas finden in einem Bereich, in dem du unvollendet bist, in dem du irgendwas nicht erreicht hast. Von daher... Und vor allem für mich das große Problem ist, dass die Mannschaften, denen ich eine realistische Chance einräumen würde, die Champions League in den nächsten 2 Jahren zu gewinnen, Cristiano Ronaldo wahrscheinlich nicht die Rolle zugestehen können, die er sehen will. Weißt du, was ich verstehe, was ich meine? Ja. Dieses, was er bei Juve macht, ist nun wirklich die ganze Mannschaft auf seinen Kosten quasi. Ja, es läuft nur auf ihn zu. Und er muss nichts machen, außer vorne in der richtigen Position stehen. Und ich glaube nicht, dass irgendein anderer Topverein das noch einräumt. Das ist ja auch vor allem, also er ist ja mittlerweile oder geworden zu einem absoluten Boxstürmer. Ja, irgendwann natürlich. Mal. Was ja auch also vollkommen fein ist. Aber wenn ich an PSG zum Beispiel denke, Neymar, Mbappé, Cavani hat nicht so richtig funktioniert.
Neymar, Mbappé, Icardi ist auch so. Es würde null, das kann ich mir gar also nicht vorstellen. Ich kann mir, also ich verstehe, ich sehe nicht ganz, wo spielerisch Platz bei PSG sein sollte für Ronaldo auf eine Art und Weise, die dann tatsächlich auch gut funktioniert. Ja. Also es wäre reizvoll, die Vorstellung nächstes Jahr Ronaldo, Mbappé, Neymar in einer Offensive. Für FIFA wäre es vor allem reizvoll. Für FIFA wäre es vor allem reizvoll, die Strong Links, die wären wunderbar. Ja. Aber ich wünsche ihm einfach Sporting durchzuatmen und sich nochmal eine gute Zeit in Lissabon ich zu machen so und geil. Es ausklingen zu lassen. Ich fände es so geil. Und Sporting hat ja auch nochmal letztens irgendwann getweetet, wir werden diesen Mann nochmal im Trikot sehen. Ja, so. Ich meine, sie sind gerade Meister geworden nach 19 Jahren zum ersten Mal. Wäre natürlich noch schöner gewesen, wenn er dabei gewesen wäre. Ja, wäre noch schöner, aber warum nicht nochmal? Ja. Und normalerweise müsste dann der portugiesische Meister auch in der Champions League dabei sein, gehe ich stark von aus. Ja. Und vor allem nochmal Champions League mit Sporting. Ja. Warum nicht? Warum nicht? Warum nicht? Das heißt, wir haben Sancho bei United, Harry Kane bei City und CR7 bei Sporting oder Eintracht. Und genau. Ich glaube, das reicht dann für heute. Das reicht, ja. Wir sind nämlich schon wieder leicht drüber. Nico, warum guckst du immer so genau auf die Uhr? Weil ich muss. Die Leute hier hinter der Kamera schlagen mir auf die Finger. Vielen Dank, Niklas. Ich danke dir. Willst du noch irgendwas loswerden? Free after 8. Herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Hat viel Spaß gemacht. Habt ihr verstanden, was für einen Bus Niklas benutzt? Und damit verabschieden wir uns. Macht's gut, meine lieben Freunde. Ciao.